Als ich noch Unternehmensberater war, hatten wir einen Partner, einen Mitbegründer des Unternehmens. Und wenn wir eine ganze Woche auf Beratung waren oder auf Analyse waren in einem Konzern oder in einer Firma, hat er uns gefragt, gib mir einen Überblick in 3 Sätzen, was hast du erkannt? In 3 Sätzen, wie soll das gehen? Sagt er, wenn du das Problem verstanden hast, kannst du es in 3 Sätzen zusammenfassen. Das ist so ein bisschen das Problem von heute. Das Fest, das wir feiern, hat so viele Dimensionen und ich würde euch am liebsten Exerzitien halten dazu, 3,5 Tage oder so. Und jetzt soll ich das in 5 Minuten zusammenfassen. Es geht einmal um das Licht. Fragt euch mal wirklich, ob ihr diesem Anspruch Jesu, er sei das Licht für die Welt, das in der Finsternis leuchtet. Wir haben ja beim Prolog des Johannes gehört, nicht alles, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und alles, was geworden ist, ist durch das Wort geworden. Nichts von dem, was geworden ist, ist ohne das Wort geworden. In ihm war das Leben, die ganze Lebensordnung und die Lebenskraft und das war das Licht der Menschen. Also ein Christ ist wirklich ganz gebunden an die Wahrheit und die Wirklichkeit. Der Gegenspieler ist der, den die Heilige Schrift bezeichnet als den Mörder von Anfang an und den Lügner. Also es gibt eigentlich nur Realität und Illusion. Ihr könnt auch sagen Existenz und Nichts. Und das Licht über unsere Existenz, das ist Jesus. Er lässt uns wirklich verstehen, was ist die Welt, was ist der Mensch, was ist deine Bestimmung. Woher kommst du, wohin gehst du, wie darfst du dich selber deuten und verstehen? Und da fragt euch mal, ist er wirklich das Licht, das ich aufnehmen will und von dem her ich dann beginne, mein Leben zu denken und zu entwickeln? Denn davon haben wir im Evangelium gehört. Er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Viele richten sich an ihm auf, nehmen ihn als das Licht des Lebens. Und viele kommen zu ihm durch Zufall, weil sie diese Wahrheit von dir, diesen Anspruch hat, ja, nicht annehmen. Also frag dich mal, im Hebräerbrief geht es um den Tod und um Sterben und um den, der der Herr des Todes ist. Ich sage manchmal den Leuten, macht doch hin wieder eine Totenbettprobe. Also legt euch auf euer Bett und überlegt, morgen sterbe ich. Erste Frage, freue ich mich? Also ein Christ freut sich doch auf den Himmel, oder? Eure Heimat ist der Himmel, strebt nach dem, was droben ist. Ihr seid hinzugetreten zu Millionen von Engeln, zu den Seelen der schon vollendeten Gerechten, zu Gott, dem allmächtigen Vater. Leute, unsere Heimat ist der Himmel. Und ich freue mich ja so, gell, weil da kannst du nicht mehr sündigen. Da gibt es keinen Unfrieden mehr. Da werden wir uns sehen in der Vollendung. Das war ja auch die Aussage, die wir eben gehört hatten, nicht? Für das Volk Israel, das ist immer das auserwählte Volk Gottes und ihr seid durch Taufe und Firmung auserwähltes Volk Gottes, ist das Herrlichkeit, Anteil zu haben an der Herrlichkeit. Analog zu dem, was der Pfarrer von Ars gesagt hat, können wir verstehen. Er sagt, wenn du wüsstest, wer du durch die Taufe geworden bist, du würdest sterben aus Ehrfurcht vor dir selbst. Keine Religion und keine Weltanschauung denkt den Menschen so groß wie das Christentum. Ebenbild Gottes. Teilhaftig seines ewigen Seins. Leute, wir dürfen echt etwas Großartiges glauben. Und Lichtmess will dieses Licht des Glaubens in uns präsent halten, uns mit einer tiefen Freude erfüllen. Freilich, das realisiert sich jetzt im Glauben, noch nicht im Schauen. Oder wir sollen ja vom Glauben zum Schauen kommen. Also das mal einfach so als Appetizer zum heutigen Fest, könntet ihr euch selber ein bisschen vertiefen darin. Es macht wirklich Freude. Ich möchte diesen Tag nicht vorbeigehen lassen, ohne ein wenig etwas über das gottgeweihte Leben zu sagen und euch auch wirklich einzuladen, dafür zu beten.
Der Hans Buber hat das mal recht schön dargestellt. Er hat gesagt, das Urbild und das Vorbild für die Kirche ist Maria. Also immer wenn in der Heiligen Schrift von der Frau die Rede ist, dann geht es um das Bräutliche gegenüber Gottes. Es wird uns ja die Kirche oder die Seele, der Mensch, als die Braut Gottes vorgestellt. Müssen wir mal Hosea nachlesen, da geht es dauernd um diesen Zusammenhang. Also wir haben nichts aus uns selber. Das Urbild dieser bräutlichen Beziehung, Urbild der Kirche, ist Maria. Vorbild, Urbild der Kirche. Immer wenn in der Heiligen Schrift von der Frau die Rede ist, sprechen wir von Maria als vollendetes Urbild, als Kirche, als Gesamtes und jede Seele. Jesus sagt, im Himmel werdet ihr nicht mehr heiraten. Für manche ist das auch eine erlösende Botschaft, nicht? Aber, also im Himmel werdet ihr nicht mehr heiraten, da ist Jesus der Seelenbräutigam. Das ist eine innige Liebesbeziehung von Gott zu seinem Geschöpf. Und man könnte jetzt sagen, in der Ehe, in der Familie ist mehr das Mütterliche von Maria abgebildet. Sie ist eine ganz jungfräuliche Braut und Mutter. Das heißt Leben empfangen, Leben begleiten, ins Leben führen, ein Nest bauen in der Welt und auch hinführen zum Übernatürlichen. Das ist so mehr im Ehesakrament als Gnade, als Gabe gegeben. Und die Gottgeweihten sollten mehr das jungfräulich-bräutliche repräsentieren, anzeigen. Man kann es nicht mathematisch ausschließen. Aber wir sollten eigentlich ein Wegweiser sein, ein lebender Wegweiser für den Himmel. Also wir sollten ja das Endgeheimnis, auf das alle Menschen und alle Getauften zugehen, sollten wir in dieser Welt schon bezeugen. Christus soll unser Bräutigam sein und wir sollen ihm bräutlich, jungfräulich, meint ausschließlich, entgegenwarten. Und zwar zur Hilfe und zum Zeichen, auch für die Verheirateten und für die anderen Christen. Drum, wenn die Gottgeweihten das nicht mehr tun, wenn sie weltlicher leben wie viele Weltleute, also wenn die Gottgeweihten, also ich habe manchmal den Eindruck, dass es verheiratete Menschen gibt und fromme Leute, die beten mehr und sind mehr gottbezogen wie manche, die im Kloster herumsitzen. Entschuldigung, wenn das ein bisschen, wir sind auf dem Fernsehen, Jösses, na, ich entschuldige mich bei allen Ordensleuten. Na, aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass die Orden ziemlich verweltlicht sind oder manche Häuser. Und dann sind sie kein lebendiges Zeichen mehr. Wenn der Ordensmensch nicht wirklich auch ein geheiligter Mensch ist, ein interessanter Mensch, jemand, der wirklich verweist auf das Endgeheimnis, dass er großartig ist, Braut Gottes zu sein, aufs ewige Leben hin verweisend, das heißt nicht weltfremd, überhaupt nicht, mit beiden Beinen am Boden, aber wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen und den allen Menschen dafür ein Zeugnis zu geben. Also ich glaube, es macht Sinn, dass ihr für die Gottgeweihten betet, dass sie ihren Stand und das, was sie sind, wirklich ganz leben. Denn dann ist das eine große Hilfe, ein echter Schatz für die Kirche. Und die Kirche hat die Ordensleute immer sehr hoch geschätzt. Aber wie jeder Stand, er führt nur dann zu Freude, wenn er auch ganz gelebt wird. Nichts ist langweiliger, auch in der Ehe, wie halb lieben, so ein bisschen daherleben. Jeder von uns hat Sehnsucht, ganz geliebt zu werden. Und jeden Beruf muss man auch mit Herz und Seele machen können, sonst wird er nur zur Last. Einverstanden? Möge uns allen dieses Licht des Heiligen Geistes zuteil werden, über die Erhabenheit unserer Berufung, wie Gott uns gedacht hat, wie er uns vollenden will. Und beten wir auch dafür, dass die Gottgeweihten wirklich als Gottgeweihte in der Welt unterwegs sind und nicht als Weltgeweihte, die Menschen mehr in die Welt hineinführen als in den Himmel. Und freuen wir uns daran, das ist auch noch so eine Aussage, ich habe mal ein Buch gelesen, das große Geschenk des Sterbendürfens. Leute, im Sterben findet die letzte Reinigung statt. Von allen Illusionen, von dem, was nicht ist. Und eine Rückführung in das Existenzielle und ewig Gültige. Als Christen dürfen wir uns darauf freuen.
Amen.